Mit Lesefreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß mit dem Lesemonat Oktober und da ist einiges zusammengekommen. Trotz Buchmesse habe ich ziemlich viel gelesen, auch weil ich ein bisschen Urlaub hatte und die Zeit gut genutzt habe. Und wir starten direkt rein. Ziemlich schnell durch war ich hier mit Rosalzin. Das ist ein Comic und hat nicht besonders viel Schrift drin und es geht im Großen und Ganzen um die Entstehung der Kampfkunst Aikido und Aikido-Philosophie. Der Gedanke, dass man einen Konflikt nicht löst, indem man versucht, den anderen zu besiegen, sondern dadurch eine Art Harmonie herzustellen, wie auch immer die aussieht. Es ist ein französischsprachiger Comic, der Zeichner ist auch Aikidoka. Und was mir besonders gut gefallen hat, abgesehen von den Schwarz-Weiß-Zeichnungen, ist das Vorsatzpapier in so einem japanischen Muster. Aufhänger für die Geschichte ist eines der zahlreichen Duelle oder Auseinandersetzungen, die vom Begründer des Aikido, Ueshiba, überliefert sind. Der wurde nämlich seinerzeit in Japan von anderen Kampfkünstlern öfter mal herausgefordert und die haben ihn dann besucht und dann gab es ein Duell und er hat nie verloren. Eine legendäre Begegnung ist mit einem Kendo-Meister gewesen und das ist hier der Aufhänger im Prinzip für diesen Comic. Hinten sind auf ganz, ganz schmalem Raum so ein Stammbaum, eine Zeittafel zum Aikido. Ist vielleicht ein bisschen speziell, aber nicht nur für Aikidoka verständlich und ein sehr, sehr cooles Buch. Also dazu hatte ich schon mal in einer Einzelrezension vorgestellt, japanische Jahreszeiten. Hier sind über 1000 Tanka und Haiku drin, also die dreiversigen und fünfversigen japanischen Gedichte, Kurzgedichte, die so alle so kurz sind, dass sie auf eine Schriftrolle draufpassen, die man sich dann irgendwo an die Wand hängen kann. Das ist so ein Querschnitt. Es gibt ja zig Millionen Tanka und Haiku und das ist ein Querschnitt, so ein Best-of der japanischen Geschichte sozusagen, übersetzt natürlich ins Deutsche, mit einem sehr schönen Nachwort, das einem auch so ein bisschen diese Tradition näher bringt. Hat mir unheimlich gut gefallen. Wir sollten eh alle mehr Lyrik lesen und das hat mich wirklich umgehauen. Lasst uns noch ein bisschen in Asien bleiben, genau genommen in China. Der Kirschbaum meines Feindes, das hatte ich ja aus dem Elsass-Urlaub mitgebracht, Elsass und Schweiz, ist im Arche Verlag erschienen und ist ein Romandebüt eines chinesischen Autors, Wang Ting Kuo, in so 270 Seiten. Und dieses Buch ist unglaublich raffiniert erzählt, hat mich total in den Bann geschlagen. Im Kern ist es eine Liebesgeschichte und das Besondere an diesem Buch ist, dass wir eigentlich die ganze Zeit im Dunkeln tappen, worum es hier genau eigentlich geht. Ja, wir wissen, da ist so ein bisschen runtergekommener Kerl, der ziemlich lustlos einen Café eröffnet hat und dort wartet. Und wir wissen, dass ein sehr wohlhabender Mann, der in der Nähe wohnt, eines Tages dort zufällig zu Besuch ist, den Inhaber dieses Cafés erblickt, kreidebleich wird, rausrennt und seitdem bettlägerig ist. Und er ist hoch angesehen, dieser Mann, im ganzen Dorf und das macht er die Runde und alle zeigen jetzt mit dem Finger auf diesen Cafébesitzer und die große Frage ist, was zur Hölle ist hier passiert? Und ganz sofort ist klar, es muss irgendetwas mit der verschwundenen Ehefrau des Cafébesitzers zu tun haben. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen sie verschwunden ist, ob ihr was zugestoßen ist, ist sie davongelaufen, gibt es irgendwelche amorösen Verstrickungen, gibt es ein Verbrechen oder nicht. Und das wird so genial langsam erzählt und wir tappen die ganze Zeit im Dunkeln und spinnen uns als Leser irgendwas zurecht. Das ist total spannend. Das ist auch so ein ganz anderer Blick auf China.
einfach toll erzählt. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Das ist ganz, ganz großes Kino in Romanform. Oh, ein schönes Buch, das mich aber so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. David Constantine, Wie es ist und wie es war. Das ist ein Band von Erzählungen, ist im Kunstmann Verlag erschienen. Und ich habe dieses Buch irgendwie zum falschen Zeitpunkt gelesen. Ja, irgendwie bin ich in dieses Buch nicht reingekommen. Es ist gut erzählt. Also ich will dem Autor nicht die Könnerschaft absprechen, aber das geht hier um so viel um kaputte Ehen, um Unglück, Pech, unglückliche Liebe, Enttäuschungen, nicht ausgetragene Konflikte. Und das war mir irgendwie zu viel, das hat mich irgendwie so runtergezogen und ich habe dieses Buch relativ schnell abgebrochen. Ja, ich stelle das mal zurück und werde mal gucken, ob es irgendwann einen anderen Zeitpunkt gibt, wo ich besser mit diesem Buch kann. Wie gesagt, es liegt nicht daran, dass es nicht gut erzählt wäre, sondern liegt irgendwie so an dem Stil, vielleicht auch so an dieser gefühlten sehr großen Distanz von Erzähler zu Figuren. Mal schauen. Also kommt erstmal auf einen später nochmal Stapel. So, ich hatte hier schon Bücher von Mark Divine vorgestellt. Exil und Coach für Fitness, und zwar mental und körperlich. Und er hat zusammen mit seiner Schwester, denke ich mal, dass sie das ist, ein Buch mit Yoga-Übungen rausgebracht. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich mir als Autodidakt vor ein paar Wochen angefangen habe, selbst Yoga beizubringen. Einfach morgens 20 Minuten, 25 Minuten direkt nach dem Aufstehen was zu machen, und ich dachte, dieses Buch hilft mir da bestimmt super dabei. Und das stimmt aber so leider nicht. Also es sind mehrere Übungssequenzen drin, auch für unterschiedliche Dinge, manche so ein bisschen traditioneller, andere ziemlich weit davon weg. Eins ist sogar Qigong, hat mit Yoga in meinen Augen gar nichts mehr zu tun. Dann gibt es sehr, sehr viel Text, wo es nochmal um diese Sachen geht, die auch in den anderen Büchern von Mark Divine vorkommen, also wie man sich ein inneres Ziel setzen soll und so weiter, was mit Yoga selbst jetzt gar nichts zu tun hat. Das hat in meinen Augen auch nicht unbedingt reingehört. Und dann habe ich ein ganz großes Problem mit diesem Buch, nämlich, dass man sieht es so auch so ein bisschen an den Zetteln, dass man sich den genauen Ablauf, also wie oft, wie lange mache ich welche Übungen in diesem Zyklus, dass man die sich aus mehreren Stellen zusammensuchen muss. Ja, oder dass irgendwo steht, ja, Sonnengruß A, Sonnengruß B. Wenn du aber noch nie einen Sonnengruß gemacht hast, dann nützt dir das nichts. Dann musst du nochmal an eine andere Stelle im Buch blättern und versuchen, dir das da irgendwie herzuleiten. Das hat für mich nicht funktioniert. Ich habe dann erstmal so von Yoga YouTube-Videos das gelernt, und da mit diesem Vorwissen zusammen kann ich, wenn ich Lust habe, die Sachen da so ein bisschen nachtun, sage ich mal. Aber nur mit dem Buch ist das wahnsinnig umständlich und hat jetzt nicht so mich geflasht. Dann eine sehr interessante, schöne Sammlung von Martina Bollinger und Rainer Weiß, Zwischen den Büchern, wie mich die Liebe in der Buchhandlung traf. Hier sind 13 Geschichten drin, ein Teil davon ist wahr, ein Teil ist so ein bisschen fiktionalisiert, von einem Teil weiß man es nicht. Und hier erzählen Autoren Geschichten über Buchhandlungen und vor allem die Liebe in Buchhandlungen oder die etwas mit Lesungen zu tun haben. Eins spielt auch in der Bibliothek. Nicht alle Texte sind gleich gut, muss ich dazu sagen, aber die meisten sind gut und haben mir sehr gut gefallen, und es ist überhaupt nicht kitschig oder so, weil hier sind auch einige
Fälle oder die meisten Fälle haben ein offenes Ende oder ein unglückliches Ende. Natürlich sind auch ein paar Happy Ends dabei von Autoren, die jetzt mit irgendjemandem verheiratet sind. Ist bei Weißbuchs hier in Frankfurt erschienen. Sehr schönes Buch für Bücherliebhaber und Leute, die sich ein bisschen mit dem Literaturbetrieb auseinandersetzen wollen. Mir hat es gut gefallen. Und wer von euch selbst eine Liebesgeschichte in der Buchhandlung erlebt hat, der kann der Buchhändlerin schreiben. Die sammelt nämlich die Geschichten. Und zwar kann der schreiben an buch@liebe-zwischen-büchern.de. Also vielleicht habt ihr euch ja auch mal in einer Buchhandlung verliebt. Apropos Liebe und Buch, das kann man ganz schnell weglesen. Ist im Atlantik Verlag, als Hoffmann und Kamper erschienen. Hier erzählt Anne Patchett, wie sie zur Mitinhaberin einer Buchhandlung in Nashville wurde. Und zwar konnte sie als Autorin immer ganz gut leben. Und es haben dann aber kurz hintereinander zwei Buchhandlungen in Nashville zugemacht. Und dann hat sie gedacht, das kann nicht sein. Hat sich eine Buchhändlerin gesucht und hat mit ihr zusammen eine Buchhandlung eröffnet. Also im Prinzip ist sie Gesellschafterin, könnte man sagen, weil sie steht eigentlich nie in der Buchhandlung, sondern das macht die Buchhändlerin selbst. Aber sie erzählt diese Geschichte auch ein bisschen selbstironisch und war ziemlich witzig und auch ziemlich cool. Bücherkisten, da habe ich bei der Subskription mitgemacht, beim Mainzer Ventil Verlag. Hier sind Porträts drin von Büchermenschen, sage ich mal, also von Antiquaren bis zu Setzern, Herstellern, Illustratoren, Gestaltern und so weiter. Sind auch so ein paar Underdogs dabei. Das ist ganz toll, auch schön mit vielen Fotos. Die Porträtierten erzählen hier und das wurde zusammengeschrieben, also das ist so ein Stream of Consciousness im Prinzip, sage ich mal. Das Einzige, was mir hier dran nicht gefällt, ist das Verhältnis von Männern zu Frauen. Es kommen zu wenig Frauen hier vor. Von 17 Porträts, ich habe gerade mal nachgezählt, sind gerade mal 4 Frauen hier drin und das ist in einer Branche, die eigentlich so durch und durch weiblich ist. Jetzt verstehe ich nicht, wie man auf so ein Verhältnis kommt. Sei es drum, es gibt ein paar wirklich total coole Porträts. Meine Lieblinge habe ich mir hier so farblich markiert. Also es sind auch Leute, die man so persönlich vielleicht nicht immer unbedingt mögen muss, aber die total spannend sind. Ja, Friedrich Forstmann ist da drunter. Das ist ein totaler Buchnerd. Beschäftigt sich dann auch viel mit Digitalisierung und Nicht-Digitalisierung, also wo ist es sinnvoll, wo ist es einfach nur ätzend. Peter Lorenz von der Comic-Bibliothek Renate ist hier drin. Auch porträtiert ist der Erfinder der Woche der unabhängigen Buchhandlungen, die jetzt gerade losgegangen ist. David Mesche von der Buchbox in Berlin ist auch da drin. Und da habe ich was über seinen Lebensweg erfahren, was ich vorher noch überhaupt nicht wusste. Also super spannend und cool. Wie gesagt, mit dem Wermutstropfen, dass zu wenig Frauen vorkommen. Dann habe ich noch 2 Hörbücher gehört, die ich jetzt hier nicht zeigen kann, weil ich die nur digital besitze. Und zwar habe ich mir einmal angehört von T.C. Boyle, Death in Kichawa. Sind Stories von ihm auch gelesen von T.C. Boyle, bei Audible habe ich das gefunden. Ist auch nicht das erste Hörbuch mit Stories, das ich mir von T.C. Boyle habe vorlesen lassen. Das ist was ganz Besonderes für mich. Da sind total irre Geschichten drin. Besonders schön ist zum Beispiel eine Geschichte von einer Frau, die in die Nähe von Tschernobyl zurückkehrt. In ihr altes Haus und beschließt da jetzt zu wohnen und alles ist so ein bisschen verwildert und es wird so ein bisschen
abenteuerlich und auch so ein bisschen amorös. Das war cool. Dann gibt es eine Sache, die so einen dystopischen Charakter geradezu hat, wo man auch am Anfang gar nicht so weiß, was das alles soll. Da ist ein sehr großer, großgewachsener Kerl, ist in so einem Militärcamp interniert für sehr spezielle Aufgaben. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber das ist eine total schräge Geschichte und eigentlich will er fliehen, aber irgendwie ist alles ein bisschen schwierig auch. Dann gibt es eine Geschichte über ein jüdisch geprägtes Dorf, wo so ein Arzt sich niederlässt, der auch nicht so ganz koscher ist und der auch so ein bisschen misstrauisch beäugt wird. Und andere Geschichten, das ist total bunt gemischt, macht auch gar keinen Sinn, das wiederzugeben. Ich finde, T.C. Boyle ist der beste Vorleser für T.C. Boyle. Der kann nämlich nicht nur verdammt gut schreiben, sondern auch wirklich extrem gut lesen. Und dann habe ich noch Thinking Fast and Slow mir angehört. Das war ein bisschen mühsam, weil doch viele Statistiken dargeboten werden. Wenn man das dann nur hört, dann entgeht einem ein Teil. Und es ist auch, wer das Buch kennt, ziemlich umfangreich. Und man wünscht sich eigentlich einfach nur eine Zusammenfassung davon zu lesen und gar nicht das ganze Original. Auf jeden Fall geht es darum, im weitesten Sinne, warum wir unfähig sind, uns ein gutes Urteil über die Welt zu bilden, beziehungsweise es geht um so bestimmte Denkfallen, zum Beispiel auch um Statistik, also darum, wie das kleine Zahlen zum Beispiel nichts aussagen. Es gibt so ganz viele interessante Anekdoten, manche auch sehr selbstironisch, zum Beispiel, dass wir dazu neigen, wenn wir irgendwie in die Zukunft denken, dass wir so ein Best-Case-Szenario für den Standardfall nehmen und nicht irgendwie einplanen, dass irgendwas schief gehen könnte, weswegen alle möglichen Bauvorhaben teurer werden am Ende. Es geht darum, dass wir halt immer sehr linear denken und so exponentielles Wachstum, dass wir damit nichts anfangen können. Dass Experten meistens viel weniger wissen, als sie glauben. Es geht um das Gesetz, dass es immer eine Regression zur Mitte gibt, zum Beispiel auch in der Performance, wenn irgendjemand was vorführen soll oder irgendeine sportliche Sache macht. Zum Beispiel, dass wenn der erste Shot ziemlich gut war, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der nächste schlechter wird. Und umgekehrt, das ist einfach Statistik. Ja, cooles Hörbuch. Lasst mir gerne einen Kommentar da und lasst mal hören, ob ihr eins von diesen Büchern kennt oder ob euch noch Details zu irgendeinem der Titel interessieren.